Hallo und willkommen. Jetzt machen wir jetzt mal gerade die Musik aus hier. Hallo und willkommen zu der nächsten Easy Platin Trophäe. Das Spiel heißt Finger Fitness. Gibt es, glaube ich, momentan nur für die PS5. Und ja. Speaker wollen wir nicht. Okay, das kann man wegmachen. Gut, ist eine Easy Platin Trophäe. Man muss halt immer mit L2 und R2 in den Fingern tippen. Da kriegst du die Points. Da oben gibt es noch was, mit wo du 3 drücken musst. Na? Nimmt er nicht? Okay. Die Trophäe, die Platin-Trophäe dauert ungefähr 10 bis 15 Minuten. So, das ist jetzt ein Autoklicker, der klickt automatisch. Da kannst du ein bisschen mal Pause machen. Jetzt ist es wieder rum. Ist recht simpel. So, wieder ein Autoklicker. Wir haben jetzt 350 Points. Da können wir jetzt mal gucken. Es gibt da extra einen Shop. Öffnet man mit Viereck. Und ja, man muss alle Tierchen freischalten. Die geben dann auch mal extra Punkte. Location musst du, glaube ich, alle freischalten. Und Stamina und Effizienz musst du bis Level 23. Da gibt es nämlich wieder mehr Points. So, wir schalten mal hier den Froggy frei. Da gibt es die erste Trophäe. Pet Froggy. Da können wir noch nichts machen. Hier können wir noch ein bisschen die Effizienz hoch machen. Und Stamina. Jetzt haben wir keine Kohle mehr. Und jetzt seht ihr auch schon, jetzt kriegen wir bei jedem Klick plus 3. Ich weiß noch nicht, wie man das öffnet. Keine Ahnung. So, und ihr seht auch diesen Frosch, den ich gekauft habe. Der gibt auch immer plus 2. Die funktioniert. Okay, hat wohl jetzt geklappt. Gucken wir mal weiter. Wir smashen einfach erstmal hier ein bisschen drauf. Oh, jetzt gibt es, glaube ich, mehr Punkte. Ja, plus 12. Und wir kriegen die Trophäe Strongman. So, wir holen uns jetzt erstmal ein paar Punkte zusammen hier. Jetzt gehen wir mal in den Shop und gucken mal, was wir hier freischalten können. Potato, da gibt es die Trophäe, Potatoes. Und die Octopussy können wir auch freischalten. Gibt dann auch die nächste Trophy. So, da gibt es schon mehr Punkte für. Wie gesagt, ganz easy die Platin hier. So, immer hin und her wischen, damit das wieder runter geht, dass wir weiterklicken können. So. Ja, und mehr ist das eigentlich nicht, was man machen muss. Man braucht, glaube ich, schon eine gewisse Anzahl an Points. Ich weiß jetzt nicht mal genau, wie viele das waren, aber das sehen wir dann. Ich sage euch ja immer Bescheid, wenn eine Trophäe aufploppt und wann es die Platin gibt, weil die sieht man ja hier im Video nicht. So, ich weiß jetzt immer noch nicht,
wie man das aufmacht. So, wir können Parrot freischalten. Das Papagei gibt 20, gibt die nächste Trophy dann. Hier, das kriegen wir erst bei 5000. Dann können wir ja das nächste Mal ein bisschen Stamina noch hoch. So. Umso schneller kriegen wir auch die Punkte jetzt ran. Die Leiste, die geht auch jetzt nicht mal so schnell nach oben. Ja, und wir haben einen Autoklicker, das ist gut. Guck mal, wie schnell das jetzt in die Höhe springt hier. Wir sind gleich bei 5000. Da können wir das nächste Tier holen. Darauf sparen wir jetzt erstmal hin. Ah, das kriegen wir schon extra. Und jetzt kriegen wir eine Trophäe. Savings are important. So, holen wir uns gleich das letzte Tierchen. The Pink Robin ist ein Vogel, gibt 50 Points. Also jetzt muss es ja eigentlich laufen hier. Wir können eigentlich auch jetzt gleich eine Location freischalten. Und zwar jetzt. Und die Location seht ihr ja unten rechts. Next Location R1. Location 2 haben wir gerade die Trophy gekriegt. So. Und da kriegen wir jetzt auch mehr Punkte für. Also je höher die Location, desto mehr Punkte kriegt es auch. So, gehen wir mal noch ein bisschen Shop wieder einkaufen. So, die Location dauert noch ein bisschen. Dann machen wir hier noch ein bisschen. Ah, und jetzt kriegen wir ordentlich Points. So, wir haben 10.000. Wir machen dann gleich mal die nächste Location. Location 3. Auch noch ein bisschen Stamina hoch. So, hier kriegen wir jetzt 24. Jetzt wechseln wir mal die Location. Ah, da haben wir übrigens nochmal eine Trophy gekriegt für. So, und da gibt es 48, schon gleich das Doppelte. Also jetzt kriegen wir immer schneller die Punkte ran. Ah, guck mal hier, jetzt geht's ab. Jetzt machen wir die Points hier. Ich glaube, wir holen uns dann auch gleich die nächste Location. Jetzt haben wir Financial Airbag Trophäe gekriegt. Holen gleich die nächste Location. Location 4 Trophäe gekriegt. Und jetzt kriegen wir 96 Punkte für jeden Klick. So, jetzt können wir mal ein bisschen raushauen hier noch. Oh, es geht aber schnell jetzt hier. Autoklicker, wunderbar. Dann lassen wir uns jetzt erstmal klicken. So, dann warten wir mal ab.
26.000 gibt es in die nächste Location. Die schalten wir doch jetzt gerade mal frei. Location 5 Trophäe. So, jetzt sparen wir dann für das geht viel zu schnell hoch hier. So, jetzt klatschen wir das jetzt mal hoch. Ich glaube, für die Tierchen musst du, glaube ich, nicht leveln. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das brauchen wir, glaube ich, nicht für die Trophy. Ja, das dauert. Es geht viel zu schnell hier. Dann dauert das mal so ewig, bis du wieder klicken kannst. Da wäre jetzt ein Autoklicker ganz gut. So, was können wir denn holen? So. Na. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr mit dem Stamina machen. Ein Autoklicker wäre jetzt nicht schlecht. So, klatschen wir mal ein bisschen hier. Na. So. Dürften wir es ja bald haben. Ich habe mir jetzt die Trophys auch nicht angeguckt. Ich weiß nicht, wie viele Locations es noch gibt. Oh. Da kriegen wir noch ein bisschen Kohle. Immer gut. So. Zack. Da haben wir schon Max Level, okay. Können wir mal gucken. Da kriegen wir ja auch mal ein bisschen was dazu. Aber viel, das bringt nicht viel, das sieht man ja. Ich würde sagen, ich wische mit einem immer und dann mit dem anderen klicke ich. Vielleicht bringt das mehr. Scheint effizienter zu sein. Das dauert jetzt auch mittlerweile länger zum Öffnen. So, da haben wir schon mal die nächste Trophäe für Effizienz Level 23. Jetzt müssen wir noch Stamina hochdreschen auf 23. Und dann gucken wir mal, ob wir dann die Platin-Trophäe haben oder ob uns noch was fehlt. So, gucken wir mal.
Oh, Kraft ist immer gut. Jetzt kommen wir nochmal ordentlich punkten. Wir sammeln jetzt einfach genug Punkte und dann. Mal so 80.000 oder so und dann können wir alles auf einmal ausgeben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dann noch eine Scorer-Punkte hier noch brauchen. 75.000 oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher, können wir gleich mal gucken. Jetzt kommt natürlich noch mal Kraft dazu. Können wir noch mal ordentlich punkten. Das dürfte eigentlich auch schon reichen. So, Stamina haben wir voll. Jetzt kriegen wir die Trophäe Stamina. Jetzt gucken wir mal, ob wir schon die Platin haben. Noch nicht. Müssen wir gerade mal gucken, was da noch fehlt. 91%. Oh, wir müssen die Pets doch noch auf Max Level machen. Okay, müssen wir noch ein bisschen raushauen. Geben wir was Gutes. Jo. Okay, Level 10 ist Max Level. Who's the good boy here? Und wir haben die Platin Fingermaster. Ja, das war's mit der nächsten Easy Platin. Also wir müssen doch nur ein Pet auf Max machen. Also doch ganz easy. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns wieder beim nächsten Easy Platin Game. Bis dahin. Ciao, ciao.